zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenbotschaft. Ich hoffe, die vergangene Woche ist gut für euch gelaufen und ihr habt euch viel Positives manifestiert. Ich hoffe auch natürlich, dass ihr das schön brav in eure Positivtagebücher schreibt. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was diese Woche euch bringen mag. Heute haben wir noch die Engeltherapiekarten dabei, das Orakeldeck von Doreen Virtue. Und jetzt schauen wir aber erstmal, was uns die Hey-Karten sagen. Ich befreie mich selbst und alle Menschen in meinem Leben von vergangenen Schmerzen. Wir sind frei, freudig neuen Erfahrungen entgegenzugehen. Ich löse mich von der Vergangenheit und vergebe allen. Oh, sorry. So, sieht man es jetzt. Ja, und was ein Tool ist, was man sehr gut dafür nutzen kann, das ist die Spiegeltechnik, denn da erkennt man, was jeder Einzelne mit einem selbst und den Themen, die man hat, zu tun hat. Und kann das so auch vergeben und auflösen und erkennt das als Chance. Es geht nicht darum, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern zu erkennen, dass man sich eigentlich gegenseitig hilft, weiter zu wachsen und zu erwachen. Schauen wir, was die Geldbotschaft ist für diese Woche. Die Karte zeigt doch deutlich raus. Ich ehre und wertschätze meine Kreativität und alle meine Ideen. Ich meine, das mit der Kreativität hätten wir letzte oder vorletzte Woche auch schon mal gehabt. Also, was kannst du mit Freude und Kreativität tun? Kannst du deiner Seele kreativ Ausdruck verleihen? Es ist ganz wichtig, gerade in den Zeiten, wo wir viel auf TikTok, Insta, YouTube und so rumhängen und uns durch die ganzen Shorts und Videos scrollen, dass wir auch immer wieder etwas für unsere Seele machen, bewusst etwas Kreatives tun. Jetzt gerade im Herbst kann man auch wunderbar wieder etwas dekorieren und basteln oder malen. Es geht nicht darum, wie das Ergebnis ist. Es geht nur darum, sich auszudrücken oder auch eben ganz wichtig, in die Natur zu gehen. Also versuch die Woche mal zu schauen, wie du dir selbst kreativen Ausdruck verleihen kannst und wertschätze das. Und wenn du viele tolle Ideen hast, versuche dich für eine zu entscheiden und diese auch konkret umzusetzen diese Woche. So, nun die Lebensorakelkarte. Redner, deine rhetorischen Fähigkeiten sind Teil deiner Lebensaufgabe. Wow. Also entweder bist du vielleicht schon in so einem Beruf unterwegs oder es liegt etwas an, dass du Themen ansprichst und mit Menschen auch, vielleicht wie hier das Thema mit dem Auflösen, das Gespräch suchst und Missverständnisse beiseite räumst. Oder du bist wirklich berufen, Vorträge zu halten, Seminare zu geben, einen YouTube-Kanal zu machen, Podcast, Menschen mit deinen Ideen, mit deiner Kreativität, mit deinen Meinungen und Ansichten zu bereichern. Und nun schauen wir, was die Engeltherapiekarten sagen. Ja, passt auch wieder zur ersten Karte, sehe ich schon. Kläre deine Energie. Bitte die Engel, alle toxischen Energien zu beseitigen, die du vielleicht absorbiert hast. Wir nehmen ja permanent, also wir sind ja Energie und alles ist Energie und da ist auch nicht immer alles hochschwingend. Also es ist wichtig, einmal am Tag dich zu erden. Versuch dir vorzustellen, wie dein Wurzelchakra, deine Füße mit der Erde tief verwurzelt sind, wie du gefestigt und geerdet bist. Und dann kannst du Erzengel Michael auch bitten, deine Chakren, Meridian und deine Aura zu reinigen, dich von Fremdenergien und negativen Energien zu befreien und vor neuen solchen zu schützen. Du kannst immer wieder deine Schutzengel auch bitten, deine Energie zu klären, deine Schwingung zu erhöhen. Oder du stellst dich auch selbst vor, wie du in lilanem Licht eingehüllt bist und beschützt bist. Also die Woche scheint doch da so ein zwischenmenschliches Thema zu sein. Versuch das zu lösen. Schau dir an, was das mit dir zu tun hat. Bringe dir selbst erstmal auch Wertschätzung wieder entgegen. Und dann suche da auch das Gespräch mit den anderen Personen.
wenn du damit in Resonanz gehst. Und ansonsten ist das Thema mit dem Reden, Vorträge halten und so vielleicht auch passend für dich. Bin ich ganz gespannt. Schreib das gerne in die Kommentare und dann bis nächste Woche.